Hi, willkommen bei der Kochzeit. Heute im Food-Tipp Tüten bauen. Natürlich Eistüten. Wie, ganz einfach und schnell, zeige ich euch jetzt. Los geht's. Für unsere Eistüten brauchen wir einfach nur ein Glas Puderzucker, ein Glas Mehl und ein Glas Sahne. Das wird alles zusammengeschüttet und dann zu einem glatten Teig gerührt. So lange rühren, bis natürlich keine Klümpchen mehr vorhanden sind und der Teig richtig schön geschmeidig wird. Um das ein bisschen geschmacklich aufzupeppen, geben wir ein bisschen Orangenschale, Orangenzeste hinzu, ein bisschen abreiben. Den Teig lassen wir jetzt einen Moment stehen, dann kann sich das Klebeeiweiß in der Stärke ein bisschen entspannen und dann wird das Ganze auf ein Backblech gestrichen. Dafür nimmt man am besten hier so einen Teigschaber und verteilt damit die Masse auf dem Backpapier. Vielleicht kann mir ja auch einer sagen aus der Küchenfraktion, wie dieses Ding hier heißt. Jetzt wird der Teig für 8 Minuten bei 180 Grad angebacken. So, nach den 8 Minuten nehmen wir den Teig raus. Der ist jetzt noch nicht fertig gebacken, aber wir nehmen uns jetzt so eine Schale und stechen uns hier Eistüten aus. Schön drücken, ein bisschen bewegen. Zack. Und dann wird es einmal eingeschnitten bis zur Mitte und dann können wir unsere Tüte so aufrollen zack und hinstellen. Nachdem wir das gemacht haben, kommt die Tüte jetzt so rum aufs Blech und wird nochmal für 5 bis 10 Minuten bei 180 Grad gebacken.